Anstoß wird haben der KSV. Und da stehen dann auch schon zwei Spieler. Ron Schuster auf jeden Fall jetzt mit Ball unter der Sohle. Und Schiedsrichter Modell hat das Spiel freigegeben. Sieht André Czobot, der wieder auf Philipp Opitz. Das zweite Mal jetzt innerhalb von einer Minute diese Situation. Rüber gefasst, Gregor Arnold nimmt Maß und dann zielt darüber. Sportclub heute gegen den KSV zu spielen. Wir lernen noch davon. Sehr schöner Ball. Jetzt wieder auf Gregor Hanert. Der bringt den Ball in den Strafraum. Philipp Opitz! Herausspielung schon mal. Jetzt der erste Eckball für den DSC. Vielleicht die dritte Chance jetzt. Mal gucken. Also, Philipp Opitz von links. Bringt den Ball gut in den Strafraum. Genau auf den Kopf von Alex Preis. Und Rico Niederlein! Mannmauer stellt der KSV. Freistoß freigegeben, kommt auf den langen Pfosten. Ja, und dann faustet erstmal Danilo Reiche raus. Toni Kunze, wenn ich es richtig gesehen habe, noch vor der Torauslinie den Ball gekriegt, zurückgelegt, flankt jetzt in den Strafraum, allerdings so ungenau. Da muss dann Sebastian Grasse weit hinterherlaufen, fast bis zur rechten Eckfahne. Hat in dieser Saison übrigens auch schon einmal getroffen. Jetzt nochmal der Flankenversuch. Ja, und dann gibt es da hart mal so neuer Stammkeeper. Achtung, schön dabei jetzt. Gregor Hanert mit der Riesenchance. Nein, neue Chance von André Czobot. 2:0. André Czobot, nachdem dort. Na, da können die Großen jetzt kommen. Philipp Opitz. Vielleicht rechts rüber spielen. Czobot steht mehr oder weniger frei, bekommt nicht den Ball. Jetzt im zweiten Versuch und dann nimmt er Maß. Und da wollte er in den langen Bereich des Tores spielen. Schade, hat er nicht den Ball voll getroffen. Ist aber auch schwierig da gewesen. 2:4 die Niederlage am Ende. Achtung, jetzt Stefan Hase mit der Chance. 3:0. Stefan Hase in der 44. Minute. Da hat er ein langes Bein gemacht und das Ding tatsächlich noch reingehauen. Der Co-Trainer vom DSC, Enrico Rinke, ist kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit auf mich zugekommen, hat mich gefragt, Mensch, gibst du deine Cappy? Und wenn ihr jetzt mal André Kasischke anschaut, den Torhüter vom DSC, das machen wir gleich. Jetzt erstmal eine kleine halbe Torchance für den DSC. Der Torwart vom Dresdner SC, André Kasischke, trägt jetzt mein Cappy. Na, ich fühle mich geehrt, dass ich hier noch den DSC sogar jetzt mit Spielermaterial helfen kann. Da seht ihr es. Starkes Stück. Und auch jetzt schon wieder gute Aktion. Stefan Hase bringt den Ball wieder in den Strafraum. Schön vors Tor gespielt, aber etwas zu weit nach links, sodass da Danilo Reiche dann auch die Kugel abfängt. Keine Angst, liebe DSC-Fans, ich werde jetzt nicht rüberwandern und Fan werden des KSV, aber ich drücke denen schon die Daumen, dass die auch noch ein Tor schießen. Die haben sie verdient. Schön auch auf den langen Pfosten gespielt, auf den zweiten. Da hat André Kasischke nicht ganz so gut ausgesehen, auch mit meiner Cappy gerade nicht. Und dann geht der Ball ins Tor aus und es gibt sogar Eckball. Nicht so stark, was wir da machten. Jetzt Nico Opitz, der den Ball dann auch nicht unter Kontrolle bringt. Sebastian Grasse dort. Dann rübergespielt auf Goldmann. Verteilt nochmal weiter auf die linke Seite. Schussversuch jetzt aus. Gut. Na, 30 Meter. Ball in den Strafraum rein. Dann kämpft jetzt Hanert um den Ball. Bekommt ihn noch vor der Torauslinie. Schön in den 5-Meter-Raum gespielt. Elias Hoffmann auch neu erst beim DSC, auch 21, wo ich schon das Thema sagte, jung,
Beim DSC, klasse. Super durchgesetzt nochmal. Jetzt der Ball schön in den 5-Meter-Raum, aber wieder direkt aufs Tor gespielt. Und dann Erik Goldmann. Schön auf den 11-Meter-Punkt. Und da ist der Ball im Tor. Ja, fantastisch gemacht. Das haben sie verdient. Das war ein guter Eckball. Elfmeterpunkt und da ist der Ball im Tor. Ja, fantastisch gemacht. Das haben sie verdient. Das war ein guter Eckball. Genau auf den Elfmeterpunkt und rein, wenn ich es richtig gesehen habe. Also letzte Saison hier hatten wir ein ganz spannendes Spiel gegen den damaligen Tabellenführer Blau-Weiß Schachwitz. Da haben wir nach 20 Minuten 4:0 geführt. Achtung, schöne Situation und dann schießt er auch sofort aufs Tor, der Sascha Hofmann, Außennetz. War aber gut gemacht, warum denn nicht? Nico Opitz läuft über den Ball, dann links rausgespielt. Preisiger bringt den Ball vors Tor, aber kein Abnehmer. Das ist fast wie Stadionatmosphäre dann. Also Eckball von links durch Preisiger. Kommt ein bisschen zu nah vors Tor, trotzdem hat er Danilo Reiche Mühe gehabt. Jetzt der DSC nochmal. Schussversuch. Und das hat er gut gemacht. Ja, der Stefan Hase, jawohl. Ist das schön, ihr Lieben zu Hause. Ufta, ufta, ufta.